Willkommen zurück auf unserer geheimnisvollen Insel 2. Ja, wir haben hier einen neuen Bereich entdeckt gehabt zuletzt und jetzt wird es natürlich spannend, was wir hier alles bauen und machen sollen. Moment mal, wenn ich jetzt hier nochmal mit ihm hochgehe, habe ich da so ein Seilding gesehen? Ist das hier nicht wichtig für ihn, damit Mina auch hoch kann? Nee. Und was hat es jetzt hier damit auf sich? Was soll ich denn jetzt hier machen in dem Ding? Er sagt da auch nichts zu. Kann ich da das irgendwie... Ich muss auch gleich nochmal nach vorne. Da ist nämlich noch ein Bereich, wo ich das letzte Mal weggegangen bin. Da will ich mich auch nochmal umschauen. Also da, wo wir auf die andere Seite gekommen sind. Bevor ich denn hier dann loslege mit Aufgaben Pipapo. Aber was ist hier irgendwas drinne, was ich nehmen kann? Soll ich hier was reintun? Soll ich da Wasser reinfüllen? Was wollt ihr hier von mir? Und warum ist das Wasser da? Das gehört doch da gar nicht hin. So, das packe ich mal hier hin. Sonst sehe ich das nämlich nicht. Da hat uns ja der böse Affe was geklaut gehabt. Soll hier oben Feuer rein? Könnte da oben Feuer rein? Das wäre aber auch merkwürdig, oder? Und was ist jetzt mit denen? Ach, begeistert. Die sollen mir mal ein paar Eier da lassen, Piep. Ne, Piep, die sollen mir mal ein paar Eier da lassen. Können die nicht? Jeff, das ist nicht richtig. Oh. Ich hab einen Vogel geklaut. Oh, ich habe einen Vogel geklaut. Okay. Jeff! Ich habe beide Vögel geklaut. Kann ich jetzt die Eier holen? Sind die jetzt tot, die Vögel? Es klingt auch so eklig, so als ob er da so wirklich... Das ist schon ein bisschen eklig. Dann pack die mal wieder zurück. Was mache ich denn jetzt? Scheiße. Das findet die Mina nicht so toll, aber wenn die jetzt hier auch zusammenbleiben, vielleicht legen sie denn dann auch überhaupt mal Eier. No? Mina, ich habe ein Problem. Ich kann doch nicht kombinieren. Mina, Vogel. Wie geht's meinem kleinen Teufel? Hier, kriegst einen Vogel geschenkt. Tut mir leid. Minas Schultern klettern. Und nu? Was? Igitt, wie ekelhaft. Jeb hätte dieses arme Tier dalassen sollen, wo er es gefunden hat. Sind die jetzt tot? Habe ich die Vögel getötet? Weil sie sagt ja auch Igitt. Tot, steht da auch. Tot! Nein, ich habe die Vögel getötet. Warte, das mache ich anders. Das geht gar nicht. Nein. Diesen Spielstand bitte nochmal laden. Oh Gott, was mache ich denn hier? So, jetzt leben die Vögel wieder. Da oben sind sie, die beiden Schnuckiputzis. Wenn die da oben vor sich hin brüten, kriegen wir nämlich vielleicht mal Eier für unseren Kuchen. Ach nee, die brauchen wir gar nicht wirklich. Aber, das geht ja nicht, dass der hier die... Deswegen hat das auch so ein Geräusch gemacht. Wie eklig. Okay. Ja, gut. Dann mache ich mich jetzt mal auf die Sorgen nach da hinten. Achso, mit Mina natürlich zusammen. Wie geht's meinem kleinen Teufel? Wir machen das mal zusammen, Minchen. Wir gehen zusammen und erkunden denn die andere Seite. Mina. So. Hier war da, hier, da, da wollte ich nochmal hin. Weil ich mich frage, ob hier noch irgendwas ist. Weil... Es ging alles so schnell und ich gucke mich dann nicht genau um und dann fehlt mir wieder was an Zutaten und das geht ja nicht. Ne? Hier geht's runter, da können wir rüber. Gut. Waren wir hier schon mal? Hä? Wasser ist verschmutzt, suche nach sauberem Wasser. Waren wir hier schon mal? Ich weiß es gar nicht. Was ist das denn hier? Oh, meine Kamera ist im Weg. Tahitianische Gardenie. Jetzt ist sie mir runtergefallen. Eine weiße Gardine. Wir haben eine weiße Gardine gepflückt. Ist ja schön. Oh, hier ist noch mehr. Oh, Ölpalmenfrüchte. Ölpalmen. Oh, da können wir uns einen Kuchen backen jetzt. Auch ohne Eier. Das ist ja dufte.
Das ist ja klasse. Dann hat sich das ja voll gelohnt hier. Juhu. Okay. So, und dann habe ich mich ja nochmal schlau gemacht. Jetzt laufe ich hier aber ein bisschen wirrig. Ich habe mich schlau gemacht. Und zwar hat das ja nicht geklappt mit dem Dingens. Mit diesem Sägescheiß hier. Und ich habe das ja überhaupt nicht kapiert, was jetzt hier fehlt. Da gehört die Nadel wohl, der Nagel. Den soll man hier ran, ja, das weiß ich ja nicht. Für sowas bin ich ja viel zu doof. So, und jetzt packst du das da ran und dann hoffe ich, dass das klappt. Erstmal anmachen, geht das jetzt? Das geht jetzt, lalalala. Also, jetzt, oh, warte, das muss jetzt erstmal alles zurück. Genau. Oh, das sind aber viele von den weißen Gardinen. Geschärfte Axt! Geil! So, und jetzt geht das los hier. Ich brauche ein Werkzeug. Hast du doch. Ich habe gerade dir... Jetzt ab. Ja! Der ganze Wald wird abgeholzt. Ja, selbst ist die Frau. Ne? Was mache ich jetzt mit dem ganzen Holz? Im Moment habe ich davon genug. Ja. Du hast ja schleppst ja genug in deinem Inventar von den Baumstämmen jetzt mit dir rum. So. Was habe ich denn hier noch? Da kommen wir nicht rüber. Kann denn der Jepp da einfach rüber? 21 Fuß langer Stab. Oh Gott, lass mich bitte jetzt nicht noch hier irgendwas berechnen müssen. Das ist nicht mein Ding. Das ist nicht mein Ding. Ich will mir nicht die Füße an den Dornen aufschneiden. Nee, das... Aha. Würde ich aber auch nicht wollen. Aber warum kannst du nicht einfach hier das weghauen? Hä? So, gut. Dann haben wir ja jetzt einiges an Material gesammelt. Ich würde das jetzt mal austauschen hier mit einem guten Sägeblatt. Das ja aber wahrscheinlich auch kaputt ist. Nee, das kann... Nee, wo ist denn hier der Nagel? Na, da, der da. Ja, so. Ich muss das Sägeblatt schärfen. Ja, warte, muss das... Dann muss das da wieder rauf. Der Nagel wieder ran. Dann, und das schärfen. Warte, das erstmal anmachen. Und das jetzt benutzen. So, das ist ja... Das funktioniert ja hier alles. Geschmiert. Ja, du kannst jetzt aufhören. Weil jetzt müssen wir ja tauschen. So. Hui. Jetzt geht das los. Jetzt können wir hier fröhlich rumsägen. Ich weiß nur nicht, auf was. Mach mal an. Oh, ein bisschen Schiss habe ich ja schon. Wir legen den Stab auf die Werkbank. Dann geht es leichter. Auf die Werkbank. Die Werkbank, die Werkbank. Die Werkbank. Wie? Wie kann man nichts hinlegen? Wie? Das ist doch die Werkbank hier. Aber? Wo ist das Problem? Wo ist denn jetzt wieder mein Problem? Ich würde das Ding hier jetzt da irgendwie draufknallen. Ich meine, ist klar hier. Kann sie den ja nicht gut gerade hinlegen, weil das Ding kommt ja nicht runter. Kann man den runterstellen? Nee, ne? Wenn das Sägeding weiter unten wäre, das ist doch hier eine Werkbank, oder nicht? Kannst doch gut das Holzding drauflegen. Ich nehme das mal einmal weg. Hier gibt es ja auch noch so einen Schalter. Vielleicht muss ich hier noch irgendwas wieder bauen. Ach, Leute. Wir legen das auf die Werkbank. Ja. Das sehe ich nun. Ich weiß auch gar nicht, wofür ich das Holz eigentlich gerade brauche. Ich wollte es einfach nur mal machen. Einfach nur mal machen. Wir legen den Stab auf die Werkbank. Dann geht es leichter. Ja. Mach mal. Da. Ach so, geht doch. Ja, ich gucke hier doch die ganze Zeit, dass ich den hier rauflegen kann. Oh, so, nu? So ein bisschen noch da mal rücken.
Ich weiß ja nicht, auf was die da die Länge jetzt hauen will. Ich weiß doch nicht, was du vorhast. Klick, um den Stab zu zersägen. 21 Fuß langer Stab, 3 Fuß langer Stab plus 18 Fuß langer. Oh, nö, ich mach das nicht. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich mache jetzt irgendwas mit Destillieren. Das ist lustiger. Ich habe doch keine Ahnung. Hier mit Fuß und weiß ich doch nicht. Also das Ding ist 21 Fuß lang, ja? Ich will jetzt einen 3 Fuß langen Stab. Oder will ich einen 18 Fuß langen Stab? Ich weiß ja gar nicht, was sie vorhat. Ich guck jetzt mal in meinen Aufgabenbereich, Dokumente. So, und dann können wir uns ja mal lustig hier was aussuchen. Von den Sachen, die wir hier haben. Ne? So, das ist die Startseite. Herausforderung. Schreibutensilien für die Gemeinschaft besorgen. Einsatz 3 Paar Socken. Brauche ich eine Herausforderung an von bla bla. Papier wurde aus armen Baumrinde hergestellt. Nee, das machen wir nicht. Habe ich gerade nicht. Glas für Flaschen und Fenster für unser Granithaus herstellen. Die verglasbare Mixtur wird hergestellt aus Sand, ungelöschtem Kalk, Holzkohle und Natriumcarbonat. Das verbrennt von Veralgen. Dann brauchen wir aber wieder ein Feuer und Kalk und Holzkohle. Ich will mir nicht die Füße an den Dornen aufschneiden. Frag mich nicht, wo ich jetzt hier noch... Ich meine, ist ja auch egal, wenn ich es nicht finde. Holzkohle. Finden wir die vielleicht auf der anderen Seite? Oder finden wir sie hier? Wenn wir das hier so ein bisschen scheffeln hier? Ist da... Oh, jetzt geht wieder... Inventar. Guck mal, Kreide haben wir doch schon. Stimmt, habe ich ja ganz vergessen. Rote Pigmente. Wir haben ja halt keine Schaufel oder so. Aber können wir nicht... Wie können wir das denn mal... Das ist ein guter Platz für eine Feuerstelle. Ja, da ist doch bestimmt auch hier Kohle drinne, die wir nehmen könnten. Wie kann ich die denn mal nehmen? Im Behälter vielleicht? Oh, geht nicht. Geht nicht. Schade. Und oben? Der Jepp? Aber da war auch nichts zum Nehmen. Von daher weiß ich dann auch nicht, wie ich da jetzt gerade rankomme. Das ist natürlich doof. Geh mal hoch da. Ach, Dokumente. Einsatz in Notizbuch, Rindenpapier, Glas und Flaschenfenster. Notizbuch ist auch noch, der in der Truhe in der Nähe des Sägewerks lag. Welches Notizbuch? Also das, was wir jetzt gerade haben, oder? Ist da echt noch was drin? Ist leer. Nö, wir haben alles. Dann nehmen wir irgendwas anderes vielleicht. Verglasbare Mixtur wird hergestellt aus Sand, ungelöschtem Kalk, bla. Wie macht man das denn jetzt? Wie denn? Steht hier irgendwie wie? Ungelöschtem Kalk, Holzkohle und Natriumcarbonat. Oh, dann brauchen wir ein Feuer. Wie geht denn das? Dann kann ich das jetzt aber noch nicht machen irgendwie. Was haben wir hier noch? Süßen, deftigen Kuchen, die den Leckereien in einer neuen Welt versorgen. Einsatz, ein paar Robbenfellstiefel. Für den Kuchenteig. Das Mehl muss angefeuchtet werden. Das kriegen wir hin. Honig und Ahornsirup verleihen Süße. Also brauchen wir den Honig. Für die Torten zuerst den Teig mischen, dann die Früchte hinzufügen. Für die Fleischpasteten, Eier sind nicht zwingend notwendig, aber das Palmöl, das wir jetzt auch haben. Dieses Öl eignet sich auch hervorragend für den Salat. Kann ich da den, gehe ich mal in mein Inventar? Wo sind denn diese Palmöl-Dinger? Hier, ne? Ja. Kann ich die irgendwie zermatschen? Kann ich die irgendwie mal benutzen? Oder kombinieren? Vielleicht direkt hier mit dem Mehl? Nee? Muss ich die erst noch zerstampfen? Damit halt das Öl rauskommt. Wie denn? Wie mache ich das denn? Wasser geht nicht, das geht auch nicht.
Kannst du die direkt eigentlich essen? Oh, tatsächlich. Oh, warte. Ölpalmenkerne. Kann ich die vielleicht? Äußerst hart, enthalten sehr nahrhafte und ölhaltige Samen, aber die Schale der Frucht muss zuerst aufgebrochen werden. Ja, das kriegen wir doch irgendwie hin, oder? Immerhin hat sie schon mal wieder was gefuttert. Wie können wir die denn mal zerstampfen? Wo, du. Irgendwie hier einfach mal sägen. Ja, das ist ein bisschen hart, ne? Nee, das. Nee. Das wäre zu viel des Guten. Wo könnte er das. Er alleine. Naja, der Jepp halt, ne? Aber wo könnten wir die denn jetzt mal zerstampfen? Damit wir da das Öl schon mal irgendwie haben. Enthalten. Ja, aber die Schalfrucht muss erst aufgebrochen werden. Vom Jepp? Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich gähnen. Vom Jepp? Geht das? Nee. Der Jepp. Jepp. Sehr aufbrechen. Womit können wir das denn mal? Wir haben unser Messer. Geht auch nicht. Es ist ja auch nicht aufbrechen mit der hier. Der Axt einfach drauf. Nichts geht. Schade. Müssen wir irgendwie noch rankommen an den Honig? Wenn wir uns mal um den Honig kümmern. Vielleicht machen wir das mal so, dass der Jepp mal alleine hier durch die Gegend läuft. Weil, vielleicht kann der ja auch irgendwie auf die Bäume. Oh, Holzkohle! Yeah! Holzkohle! Pass auf! Ui, das ist ja toll. Mit dem ganzen Zeug könnte ich ein Feuer machen, aber Yay! ich habe nicht gerade viel Holzkohle. Ich sollte sie nicht verschwenden, sondern durch Holz ersetzen. Kapiere ich jetzt nicht. Jetzt packt sie das alles wieder doch weg. Bin jetzt gerade so froh. Durch Holz ersetzen. Wir haben noch Holz, aber du willst es ja nicht nehmen. Hier. Nee, das ist das andere Holz. Hatten wir nicht mehr? Doch, hier. Dann mach's doch einfach. Du willst ja nicht. Mit dem ganzen Zeug könnte Nein. ich ein Feuer machen, aber ich habe nicht gerade viel Holzkohle. Ich sollte sie nicht verschwenden, sondern durch Holz ersetzen. Holz haben wir ja auch eigentlich jetzt abgesägt. Können wir das dann nicht nehmen? Wenn wir das zerschnibbeln? Warte, das muss ich jetzt noch mal eben ausprobieren, bevor ich mit dem Jepp hier loslege. Kannst du es nicht einfach mal zersägen? Ist doch egal jetzt erstmal auf was. Wir haben genug Stücke. Ja, mach mal, mach mal. Mach. Wie denn? Ja, es hat ja toll geklappt hier. Das Ding ist immer noch so lang wie vorher. Jetzt zersäg's doch mal. Zwölf Fuß langer Stab. Ja. Und neun lang. Hier, dann den packst du da auch noch mal hin. Machen wir schön kleine Stücke. Müsste doch gehen. Das ist doch super. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht. Mir auch egal gerade, aber genau, jetzt haben wir hier da ein bisschen Holz zugepackt. Ja! Und das geht sogar mit schönen kleinen schnuckeligen Holzstückchen. Gibt's endlich mal ein Feuer hier. Das wird ja auch mal Zeit. So, das Ding, das brennt. Und dann machen wir da hinten auch mal ordentlich Feuer jetzt. Können wir das auch Ich abfackeln? will mir nicht die Füße an den Dornen Naja, aufschneiden. kannst den ganzen Wald abbrennen. Dann hat sich das Thema auch erledigt. So, hier auch noch mal eben. Das ist ein guter Platz für eine Feuerstelle. Ja. Habe ich mir auch zufällig so gedacht. Was wollte ich jetzt noch? Ah ja, hier. Brennmaterial. Feuer. Das ist doch schon mal ein guter Anfang für alles Mögliche eigentlich. Jetzt können wir hier auch die Sachen nehmen. Können wir mit dem Hammer? Warte mal. Können wir hier die Ölpalmen, wenn ich das gerade hier sehe? Dann schnupseln wir die hier rauf und dann geht das los hier. Ja, warum haust du denn da jetzt nicht die Kerne drauf? Warte mal, das packe ich mal alles rein. Das
Kannst du doch gut hier in das Loch und dann... Naja, gut, das nicht, aber... Ach, Moment mal, hier geht... Ach, da oben ist jetzt der Dampf. Und da geht dann die Holzkohle vielleicht runter oder so. Pack es doch... Pack doch die Ölpalmdinger irgendwo und dann haust du da mit einem Amboss schön drauf. Mit dem Hammer. Warum nicht? Das ist doch eine super Idee. Tja. Da fällt mir auch nichts zu ein. Dann geh mal mit Jepp da hoch. Wir haben ja wenigstens ein Feuerchen. Guck mal jetzt, wie das hier aussieht. Guck, da kommt der Qualm. Kannst du schön zugucken. Die Vögel, die brüten da oben auch. Die lassen wir aber erstmal in Ruhe. Äußerst Tatenhalter da. Kannst du die nicht aufknacken? Nein, kann er nicht. Du Nase weiß, warum kannst du das denn nicht? Was kann ich denn jetzt hier oben mal machen mit dem Qualm? Das muss auch noch mal zu irgendwas gut sein. Weiß aber noch nicht zu was. Dann bleiben wir mal mit dem Jepp zusammen. Und ich gehe mal jetzt hier... Ich muss ja auch noch den Honig besorgen. Und ich muss ja hier 1000 Sachen machen. Du, da habe ich Holzkohle gefunden. Das ist ja grandios. Oh, hier, da ist irgendwas, was dich reizt. Irgendwo, wo denn? Du willst den Honig, ne? Honigwabe. Schnapp ihn dir, den Honig. Oh. Oh nein. Jepp. Du Dummkopf. Ja, da müssen wir irgendwas machen können. Der will den Honig ja haben. Was können wir denn da mal machen? Können wir noch mal ein bisschen Wasser hier holen? Das kann ja auch nicht schaden. So. Vielleicht können wir uns Feuer holen und die damit erstmal vertreiben mit dem Qualm. Und da hinten qualmt es ja auch und Rauch mögen die nicht. Und das hatten wir dann auch noch nicht. Dass wir uns jetzt vielleicht... Ich wollte im ersten Teil von Return to Mysterious Island, da wollte ich ja immer so eine Fackel bauen. Vielleicht dürfen wir uns ja in diesem Part mal eine Fackel bauen oder sowas in der Art. Irgendwas Brennendes, Rauchendes. Und dann vertreiben wir die. Das wäre doch viel cooler. Ja, das wäre viel cooler. Vielleicht kann er ja aber noch irgendwo rumklettern, weil mit Mina zusammen wird mir das vielleicht ja auch gar nicht immer angezeigt. Ich laufe mal weiter. Was sagst du denn wegen den Ästen? Das macht er auch nicht. Er geht da auch nicht rüber. Ja. Okay, machst du nicht. Ach man, die Zeit geht auch immer so schnell vorbei. Das ist unglaublich. Da sind die Waben. Gehen wir nochmal hier lang. Vielleicht siehst du hier auch nochmal was, was Mina nicht kann oder so. Hm. Da ist ein Feuer, da willst du nicht ran, ist ja klar. Das Wasser ist verschmutzt, das magst du nicht. Hm. Ja, weiß ich nicht. Muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ich würde gern den Rauch auffangen und damit die Bienen vertreiben. Das dürfte schwierig werden. Aber irgendwas lässt sich bestimmt noch hier oben mitmachen. Ist ja klar, sonst wäre das nicht da. Ach, naja, aber immerhin haben wir schon mal ein Feuerchen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!